Und damit heiße ich euch wieder recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen, zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. So, boah, beim letzten Mal sind wir jetzt offiziell quasi der dunklen Bruderschaft beigetreten. Und, ah ja, genau, wir holen uns jetzt erstmal hier einen Auftrag von Nasir. Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Wir schweigen. Aha, ihr gebt euch wohl gerne mysteriös und tiefgründig, hm? Das mag ja eure Ziele beeindrucken, aber bei mir müsst ihr euch schon mehr anstrengen. Astrid hat gesagt, ihr hättet Arbeit für mich. Ach, hat sie das? Nun, es gäbe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Hört sich einfach an. Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin, also besteht kein Grund zur Eile. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Na, oh, wir gehen Stück für Stück durch. Training für leichte Rüstung. Erzähl uns doch mal etwas über dich selbst. Nun, ich bin Rotwardone, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Damit enden unsere Gemeinsamkeiten aber auch schon. Ich bin ein Kind Hammerfels, geboren im Sand der mächtigen Wüste Alikir. Das Blut leuchtet dort in einem Rot, das sich kaum in Worte fassen lässt. Meine Vergangenheit ist lang und reich an Geschichten, auf die ich nicht immer stolz bin. Die dunkle Bruderschaft hat mich vor mir selbst gerettet. Seither habe ich nie wieder zurückgeblickt. Moment, ich muss ganz kurz... Mir tut schon das andere Ohr weh. Vom ganzen Aufnehmen heute. Training für leichte Rüstung. Nee, ich möchte kein Geld ausgeben. Wir sind bereit für die ersten Aufträge. Na dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Narfi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius... und die Minenleiterin Beitilt. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Mhm. Ihr habt Leute zu töten, mein Freund. Macht euch ans Werk. Okay, 3 Aufträge. Einen Bettler möchte ich eigentlich nicht töten. Aber mal schauen, was das für ein Typ ist. Eigentlich möchte ich ganz gern kurz auf die Jagd gehen. Sterbliche stellen Sithes oft als Skelettwesen dar, um seine Verbundenheit mit dem Tod zu symbolisieren. In Wahrheit ist der Fürst des Schreckens formlos und unendlich wie die Leere. Stendar ist der Gott der... Ja. Der Stendar. So, ich möchte eigentlich, wie gesagt, mal ein wenig auf Jagd gehen, wenn wir hier zufällig was finden sollten. Bei diesem Nebel gerade. Damit wir ein wenig Leder rankriegen. Man könnte es auch kaufen, aber warum Geld ausgeben, wenn man es auch selber organisieren kann? Wir werden doch bestimmt irgendwo ein Wolfsrudel oder irgendwie sowas auftreiben können. Und das da hinten. Was? Welche Ortschaft? Aha, das ist, glaube ich, Falkendingens. Ja. Falkenring. Das umgehen wir jetzt mal. Ich werde mal schon mal die Ziele einblenden. Ich glaube, das hier dürfte wahrscheinlich... Wo ist das? Ivarstadt. Ich glaube, das ist gar nicht so weit von hier. Hallo? Oh. Das Solstheim. Ja, Ivarstadt, das ist gar nicht so weit von hier. Mist. Wir reisen mal eben rüber. Ich wollte eigentlich jagen gehen. Verletzte Trolle regenerieren zwar ihre Gesundheit, sind aber anfällig für Feuer. Und sie mögen, glaube ich, kein Licht, soweit ich weiß. Wenn man eine Fackel in der Hand hat, dann fangen die, glaube ich, an zu brennen. Irgendwie sowas.
Nur durch die Unterzeichnung des als Weißgold-Konkordat bekannten Friedensvertrages war es dem Kaiserreich möglich, den Ansturm des hochelfischen Altmeri-Bundes wahrscheinlich zu entgehen oder sowas. Nabend. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Ja, das wissen wir bereits. Hier hinten soll er als... Wo ist das Nirnwurz? Ich will das Nirnwurz haben. Ich glaube, dort ist es. Nee, doch nicht. Wo ist das Nirnwurz? Ich höre es. Hä? Es ist doch ganz laut hier. Hä? Warte mal. Hier ist es leiser. Hä? Hier muss irgendwo Nirnwurz sein. Was? Was macht Lydia? Ah. Oh nö. Lydia hat sich, glaube ich, festgebackt. Ich finde das Nirnwurz nicht. Wahrscheinlich ist das... Wahrscheinlich ist das Nirnwurz genau dort, wo Lydia gerade ist. Egal, lassen wir das Nirnwurz halt Nirnwurz sein. Hallöchen. Was? Ah ja. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Bettelt, bettelt um euer armseliges Leben. Euer armseliges Dasein findet nur ein Ende, Narfi. Schweigen. Wollt ihr irgendwas? Schaut! Wenn ihr nichts sagen oder spenden wollt, solltet ihr einfach weitergehen. Der ist also spendengeil, ja? Es passt ihm nicht, wenn Leute ihm keine Spende geben. Ich mag solche Leute nicht. Ups, bin ausgerutscht. Dietrich, so, der hat also einen Dietrich dabei gehabt. Das war Person Nummer 1. Mal schauen, wo wir die nächsten finden. Narfi, haben wir eigentlich, genau. Warte mal, ich mach mal hier Beitilt. Wo ist denn der? Die Minen in Dämmerstern. In Dämmerstern, warte mal, oh Gott. Puh, da waren wir noch gar nicht, aber wir können ja mal nach Ustengraf gehen und dann ein wenig auf Wanderschaft. Julianus ist der Gott der Weisheit und Vernunft. Er wird auch mit der Magie in Verbindung gebracht, weshalb viele Magier ihn verehren. Einer seiner Schreine befindet sich im Tempel der Göttlichen in Einsamkeit. Cool, man kann sogar ranzoomen. So, wir müssen in diese Richtung. Vielleicht treffen wir unterwegs sogar noch ein paar pelzige Freunde. Keine Sorge, Füchse werde ich definitiv am Leben lassen. Egal, auch wenn da 1000 irgendwie vor unserer Nase langlaufen. Aber Wölfe und alles andere in der Richtung, alles was einen Pelz besitzt, die lassen wir dann nicht leben. Was ist denn da los? Nanu? Hä? Was ist denn hier passiert? Eine verbrannte Leiche. Gold ist noch da. Ein Raubüberfall, nur um ihn zu töten? Oder sie? Was auch immer es mit diesem Ort auf sich hat. Es waren ja auch keine Banditen mehr da. Aber das Gold war noch in der Truhe. Da flitzt was lang. Ich glaube, das waren Häschen. Die lasse ich aber auch am Leben. Ich mag Häschen. So, eher so Wölfe wären jetzt was Feines. Da ist eine Ziege. So.
Na? So. Ziegenfell. Ziegenhorn, das gab es, glaube ich, früher auch noch nicht. Kann man sogar reingucken. ich weiß nicht, ob die irgendwas bringen. Ich lasse den anderen Rest mal dran. Huch. Mehr Ziegen sind hier anscheinend nicht. Manchmal sind es ja gleich ganze Herden, aber in dem Fall leider nicht. So, ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen von hier nach, nach Dämmerstern. Und ich hoffe, wir werden keinem Troll begegnen. Was ist das? Achso, das ist nur ein abgehackter Baum. Sah im ersten Moment aus wie ein... Oh, Alter! Das schreckt mich doch nicht so. Das ist ja... Ja! Hallo? Nicht ruckeln jetzt. Das ist uncool. So. Vielen Dank für eure Pelze. Genau danach haben wir gesucht. So. Komm, Lydia. Steh da hinten nicht so rum. Was haben wir hier? Ein Grabhügel. Was? Oh. Eine Art Bandit. Ah, was? Einfach nur ein Khajiit? Ein Argo-Khajiit. Er ist kaputt gegangen. Was hat denn der Schönste dabei? Ein orkisches Schwert hat er dabei. Etwas Gold. Einen Eisenbarren. Noch können wir Sachen tragen. Zaubertrank der Ausdauer. Okay, den Rest lassen wir mal. Es wiegt alles so viel. Da ist eine Dingens. Ein Grabhügel mit einer Ziege. Da sind mehrere Ziegen. Ja, toll. Ich dachte, die läuft jetzt instant. Ja, jetzt. Yeah. Genau, jetzt läuft sie. Ah, verdammt. Mist. Jetzt habe ich meinen Timer weggemacht. Moment. So, wo sind die Ziegen? Mist, jetzt sind sie entkommen, glaube ich. Ah, da hinten. Ich glaube, die haben wir noch erwischt. Yep, haben wir erwischt. So, Ziegenfell. Wir organisieren uns jetzt schön mal ein bisschen Leder, damit wir danach unsere neue Rüssi ein wenig aufwerten können. Ich gucke nochmal ganz kurz bei dem Hügel hier. Ich glaube, hier ist nichts weiter, nee. Und dann dürfen wir eigentlich demnächst jetzt schon bei Dämmerstern ankommen. Das muss irgendwo da hinten sein. Da war aber noch eine zweite Ziege. Ich habe sie gesehen. Ich sehe nur gerade nicht mehr allzu viel wegen dem Schneegestöber. Ein Banditenraufbold. Was macht der denn hier? So, mein Freund. Flieg. Flieg um dein Leben. Da hinten ist ein Feueratro nach. Wo ist er gelandet? Hier. Orkische Pfeile. Schicki, schicki. Veredelter Mondstein. Alter, was hat denn der für schöne Sachen dabei? So, da ist noch einer. Na, mein Freund. Was hat denn der da hinten dran? Ups, tut mir leid. Was ist denn bei dem los hier oben? So, was hast du? Schönes etwas Gold. Da hinten ist irgendwo noch jemand. War? Ist. Huch. Oh, oh. Wow, 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 wow. Ich switch mal lieber auf den Bogen. Was? Ja, so machen wir das jetzt. Wir brauchen keinen Bogen mehr. Wir nehmen einfach direkt unsere Pfeile. So. Wir nehmen einfach direkt unsere Pfeile. Huch. Hä? Ja. Genau so machen wir das jetzt. Das nennen wir mal Skill. Feuersalz, sehr schön. So, da war eigentlich noch irgendwo ein Bandit. Den hier, den haben wir ja gelyncht. Und ich glaube, da ist noch einer hochgerannt zu Lydia hin. Was keine gute Idee war. Ich habe keine Ahnung, wo der gelandet ist. Wahrscheinlich runtergerutscht. Lydia, erzähl doch mal. So, die haben auch eine schöne Truhe hier. Gold, kleiner Seelenstein. Wunderbar. Ah, ich glaube, das ist der hier. Ja, 3 Gold hat er noch. So, dann machen wir uns weiter auf den Weg. Sieht auch so komisch aus von hinten, so als ob irgendwie Texturen fehlen würden.
Aber jetzt haben wir wieder unseren Bogen. Komisch, weil wir wie bei den Banditen eben, der hat auch so komischen Grafikfehler gehabt. Ah, Dämmerstern wird bereits angezeigt. So, hier riecht es nach Ziege. Ich rieche sie förmlich. Ah! Scheiße! Lydia, hast du vielleicht Lust? Weil vielleicht können wir ihn auf diesen Hügel hier rauflocken und dann runterpusten. Was macht denn der da? Ja, Lydia hat ja den Feuerstab. Sehr schön. Warte mal. Nein, nicht die Dingskonsole. So. Jawohl. Boah, Lydia, ey, du hast uns den Arsch gerettet. Wenn die jetzt ihren Feuerstab nicht dabei gehabt hätte, ne? Dann wären wir gründlich durch gewesen. So, leider ist hier doch das eine Truhe. Und ein Buch. Dietrich, Gold, kleiner Seelenstein und ein Rubin. Sehr schön. Der Todesstoß für Abananit. Blockieren. Blocken verbessert. So, nimm auch mit. Buch. Le Buch. So, und weiter geht's nach Dämmerstern. So, eine Reise durch das Land kann doch sehr einträglich sein. Ich glaube, wir sind da. Dämmerstern entdeckt. Ah. Hier ist eine Schmelzhütte. Aber es leider... Es ist, dass Vampire die Halle der Wirklichkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Sind halt spezielle Vampire. Unsere Karte wurde aktualisiert. So, wir können... Was können wir denn hier machen? Ach. Ach so, okay. Wir können theoretisch Eisenbahnen herstellen. Ich mach das mal gerade. Muss aufpassen, nicht, dass wir hier unsere schönen Sachen einschmelzen. Wir können das Silberbarren herstellen. Und noch mehr Silberbarren. Ah, nein. Silberringe werde ich dafür nicht verbrauchen. Stahl. Nee. Wir könnten auch alte Nordpfeile einschmelzen für einen Silberbarren, aber ganz sicher nicht. So, wo müssen wir denn hin? Dort drüben. Dort. Diese Person soll es sein. Ich bin wirklich nicht in der Stimmung. Tragt euer Anliegen vor oder verschwindet. Wir repräsentieren die dunkle Bruderschaft. Euer Tod ist nah. Schweigen. Ich habe eine Miene zu führen, also entschuldigt mich bitte. Da kommt mir so eine gewitzte Idee. Mal schauen, ob das funktioniert. Hup! Na verdammt, da kann man uns auch sehen. Wenn ich jetzt hier hocke, dann sieht man uns nicht. Wir sind schon sehr, sehr assassinmäßige Assassinen. Der ging daneben. Verdammt. Jetzt aber. Oh, oh, die lebt noch. Verdammt, daneben. Scheiße. Triff doch! Yes! Duck! Oh, schön durch die Wirbelsäule. Verdammt, wir wurden entdeckt. Deswegen habe ich vorher gespeichert. Okay, wir brauchen eine andere Location. Wir sind hier noch zu auffällig. Muss natürlich eine Location sein, wo wir sie erwischen können. Oder wir lynchen sie bei Nacht. Ah, von hier könnten wir auch. Wenn wir unseren Pfeil noch ein wenig vergiften, wir werden gesehen. Wenn wir unseren Pfeil noch ein wenig vergiften, was haben wir denn hier? Elixier? Nee, das ist eine Frostresistenz. Eisgeist-Essenz, das sind alles Gifte hier, so. Gift der Ausdauer, nein. Gift der Magiker, nein. Schwaches Gift der Erzürnung, nein. Eisgeist-Bann. Das Zeug ist übel.
50 Giftschaden. Damit sollte sie instant tot sein. Das war ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber wir haben nichts anderes, was irgendwie an das herankommen könnte. Also gut, nehmen wir das mal. Bitte was? Wie sie einfach überlebt hat. Aufgehoben, Kopfgeld? Aufgehoben? Ich glaube nicht. Wir können ja mal testen. Hallo? Ehrenwerte Wache? Ihr seid... Nehmt euch bei der Frosthauchkrypta in Acht. Okay. Wir wurden nicht entdeckt. Einige Banditen jetzt in diesen Ruinen leben sollen. Wir wurden nicht entdeckt. Sehr gut. Nochmal eben hier... Spitzhacke. Ah, noch ein Schlüssel. Sehr schön. Den Rest darf sie gerne behalten. Vielleicht finden wir noch was Interessantes darin. Ah ja. Knete hat es offensichtlich genug. Ein Höhlenbärenpelz. Den können wir auch sogar mitnehmen. Ein Mammutstoßzahn. Alter Verwalter. Den können wir leider nicht mehr mitnehmen. Das wiegt zu viel. Ich bin eher noch auf der Suche nach ein wenig Gold. Wie es sie langweilt. Da unten liegt ein Trank. Zaubertrank der Vitalität. So, hier ist, glaube ich, sonst nichts weiter. Da hängen noch ein paar Hasen rum. Knoblauch, Kartoffeln. Oh, jetzt habe ich Hunger. Oh, so richtig geile, so richtig geil schöne Kartoffeln, ne? So mit so einer richtig geil zart schmelzen mit Kräuterbutter, so mit Knoblauch drin. Oh, das wär's jetzt, ne? Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. So, die Dame lassen wir da mal im Gras liegen. Und derweil, schauen wir mal, einen Auftrag haben wir ja noch, Papius, mal schauen, wo soll der sein, das steht da gerade nicht, auf jeden, da steht nur, dass er ein ehemaliger Müller sein soll, und den finden wir, aha, in der Nähe von Windhelm, dann gehen wir mal nach Windhelm, da oben habe ich gerade noch so einen Turm gesehen. Viele verschiedene Bärenrassen durchstreifen die Wildnis Himmelsrands. Trotz ihres furchterregenden Aussehens greifen sie meist nur an, wenn sie provoziert werden. Guck mal, hier ein Plüschi. Das Talent Stahlschmiedekunst erlaubt es dir, Knochenrüstungen anzufertigen. Elfische Schmiedekunst erlaubt es dir, Chitinrüstungen anzufertigen. Verstärkte Rüstungen erlaubt es dir, Nordrüstungen und Waffen anzufertigen. Eben Erz, Schmiedekunst wahrscheinlich, eben Erz halt. So, wir müssen, achso, jetzt sind wir in der Stadt. Da müssen wir natürlich raus. Nach Himmelsrand. An den Rand des Himmels. Bei einem sehr hohen Kopfgeld wird die Wache des Fürstentums versuchen, die gesuchte Person anzugreifen, sobald sich diese in Sichtweite befindet. Sieht dann noch awesome aus, das Schwert. Sämtliche aktiven magischen Effekte, einschließlich Krankheiten und Rüstungsverzauberungen, werden im Magieinventar blablabla, so schnell kann ich angelesen. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Mal eben abspeichern. Können wir hier gefahrlos ins Wasser jumpen? Gefahrlos, sagte ich. Vielleicht, wenn wir uns hier... Alter, Lydia, wehe dir. Vielleicht, wenn wir uns hier runterwuhlen. Warte mal. Hupp. Komm, komm. Hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich wuhl machen, aber es hat nicht gewuhlt. Hallo? Fuß runter! Nein, doch nicht Fuß. Ich wollte wuhl haben. Oh, wir haben Fisch getötet. Wir haben mehrere Fische. Ach so geht man angeln. Ach so. Ja, ich glaube, ich habe verstanden, wie man angeln geht. Verdammt. Einfach mal die Fische gekillt, die im Wasser sind. Ja, oh. So, wuhl. Hat auch nicht geklappt. Wuhl reicht auch nicht aus. Okay, dann ich habe verstanden. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich will hier raus. Hallo? Ah, hier. Oh je, oh je. Ein Ork, glaube ich.
Was ist hier? Können wir hier gefahrlos runterwuhlen? Oder, warte mal, wenn ich mich jetzt hier hochhangel. Ah, hier wäre man auch auf normalen Wege, glaube ich, hingekommen. Hier können wir uns vielleicht runterwuhlen. Warte mal, da unten ist dunkles Wasser. Fuß runter! Ja. Runterwuhlen, sagte ich eigentlich. So, let's try. Ja, es hat funktioniert. Wir wären schon längst unten gewesen auf normalen Wege. Aber das wäre ja zu einfach, das wäre ja zu langweilig. Aha, Nordranken. Da hinten sehe ich Wölfe. Und sie haben bereits eine Ziege erlegt. Wie freundlich von euch, Jungs. Kommt mal her, ich möchte spielen mit euch. Wo ist der andere? Da. Ups, in den Arsch. Der ist kaputt gegangen. So, Ziege. Ziegenfell. Jetzt habe ich das Beinchen abgerupft. Das wollte ich gar nicht. Warte mal. Ah, wir haben... Ach, frisches Fleisch. Oh, lecker. Gekochtes Rindfleisch haben wir irgendwann auch mal irgendwo mitgenommen. So, hier haben wir noch einen Wolfspelz und einen Eisenpfeil. Und da ziehe ich auch nochmal eben den Pelz ab. Irgendwie das Gefühl, hier ist ein Drache in der Nähe. So, ich habe auch eine Mod installiert, die das Eis besser aussehen lassen soll. Und ich muss wirklich sagen, es sieht eigentlich sehr authentisch aus. So, dort hinten. Ich möchte ganz gern nochmal zu dem Wasserfall. Und da hinten sehe ich auch schon, ich glaube, wir sind nicht mehr allzu weit von unserem Ziel entfernt. Ja. Super. Jetzt hat er sich erschreckt und haut ab. Klasse. Haben wir jetzt wenigstens... Doch, ich höre doch einen Drachen. Scheiße. Ich sehe einen Drachen. Hat er es auf uns abgesehen? Nee, noch nicht. Es darf auch gerne so bleiben. Ah, da ist die Ziege. Da sind beide. Jawohl, wir haben beide erwischt. Wutsch. Bäh. Oh, der ging direkt durch. Durch das Rückenmark hindurch. Die andere ist dort. Und zack. In den Popper. So stelle ich mir Fieberzäpfchen vor. Ziegenfell, du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Verdammt, wir müssen irgendwas loswerden. Schauen wir mal, was wiegt denn besonders viel? Die Stahlrüstung, die wir eigentlich eh nicht mehr verwenden. 275. Schweren Herzens, da werden wir noch mehr von bekommen. Aber die wiegt halt einfach mal wirklich abartig viel. Ist das da hinten noch ein Viech? Nee. So, Ziegenfell, Eisenpfeil. Hier ist eine Mühle, aber nicht die Person, die wir suchen. Die soll... Boah, alter Schock. Die soll irgendwo da hinten sein. Da hinten sein. Der bleibt bitte, wo er ist. Bams. Ist doch wesentlich günstiger, um an Leder zu kommen, oder nicht? So, ich denke, wir können hier irgendwo rüberlatschen gleich. Hier ist wunderbar. Da ist ein Zelt. Ah. Oh. Aua. Aua. Die einfach Damage machen, wa? Einfach so Schlammkrammen. Da ist, glaube ich, noch eine. Das ist sogar noch zwei. So, wir üben gerade noch mal ein bisschen Bogenschießen. Oh ne, jetzt fängt er wieder an rumzubacken. So. Erledigt. Was hat denn Schlammkrabbe Nummer 1 dabei? Wo sind die überhaupt? Hm? Ah, hier. Was hatten die dabei? Chitin und... Das ist für Alchemie. Ich nehme mal das für Alchemie mit. Da ist noch eine. Der sogar zweimal Schlammkrabben-Chitin gerade hier. So, wo ist die? Da. Das ist aber nur eine kleine. Wutsch. Wo ist sie? Ah, verdammt, ich glaube, die wurde weggespült. Oder die ist hier irgendwo reingerutscht. Ich weiß es nicht. Ist dahinter zufällig ein Geheimgang? Ah ja, tatsächlich. Mit einer kleinen Schatulle.
Schauen wir mal, was drin ist. Huch. Ein makelloser Amethyst und ein Rubin. Sehr schön, da können wir wieder mit basteln dann. Lavendel. Das war's auch schon. Was? Warte. Durchsuchen Chest. Quecksilberwaren? Da sind schon wieder unsicher. Ach was. Ach, wie geil. Ja, es soll ja so versteckte Dinge geben. Da ist noch einer. Quecksilberwaren. Stahlstreit. What? Ja, das habe ich schon öfters mal so gesehen und gelesen. Dass es so versteckte Items geben soll, quasi hinter Wänden. Ich glaube, jetzt haben wir ausgeräumt. Wie cool. Einfach mal so durch Zufall gerade entdeckt. Hier liegt ein Gerippe rum. So, und das ist die Person, die wir erledigen sollen. Sprechen wir vorher noch mit ihm? Ja, wie immer, ne? Ist ja unsere Art, vorher nochmal ein gemütliches Gespräch zu führen. Was wollt ihr hier? Verschwindet! Ihr wart zu Recht paranoid, Enodius. Sterbt, Wurm. Wer seid ihr? Ihr gehört doch zur dunklen Bruderschaft, oder? Ich wusste es. Ich wusste, ihr würdet kommen. Bitte bringt mich nicht um! Hm? Genug! Lydia! Hör doch auf! Der arme Mann! Wir haben einen Auftrag auszuführen. Ich den einfach überhaupt nicht treffe gerade. Versteckt er sich jetzt ernsthaft? Hinter... Mano, jetzt komm doch. Nicht, dass Lydia den wieder kriegt. Nein! Lydia! Die schnappt mir mal meine Kills weg. Er hat Bier dabei gehabt. Übrigens, das war wahrscheinlich sein Vorgänger hier. So, hat er irgendwas Schönes da, was man gebrauchen kann? Ein Bündel von Nordranken. Nee, den wollen die eigentlich nicht haben. Nö, hier ist nur ein Bett und das war's. Naja, gut. Also, meine Lieben, dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal werden wir dann zurück zur dunklen Bruderschaft kehren und dort unsere erledigten Aufträge abgeben und uns neue besorgen und weiter die schöne Welt von Himmelsrand erkunden. Also bedanke ich mich, dass ihr mit dabei wart und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal zurück bei Let's Play The Elder Scrolls V Oblivion. Tschüss. Ach nee, see ya.